Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den Ausbau der Fachhochschule Campus Wien. Sieht man da schon im Hintergrund. Warum mache ich das Video? Grund Nummer 1 ist, ich studiere hier Bauingenieurwesen, jetzt im Master. Und Grund Nummer 2 ist, ja, dass ich einfach Bock habe, ein Video darüber zu machen, weil ich mich generell für Baustellen interessiere. Und ich stehe jetzt hier gerade am Parkplatz hinter der FH. Hier ist noch grüne Wiese hinter mir. Das im Hintergrund ist das Hauptgebäude. Und hier soll die FH erweitert werden, weil derzeit gibt es, ich weiß nicht, 7000 Studierende, kann das sein. Und das soll erweitert werden, dass dann hier später bis zu 12.000 Studierende Platz haben. Und derzeit ist es ja so, ich kann das jetzt aus meiner Erfahrung sagen, weil ich eben hier schon ein paar Jahre studiere. Es gibt eben das Hauptgebäude für Studierenden und daneben gibt es noch, das sieht man da im Hintergrund auch, gibt es die Container, wo ich derzeit auch drinnen bin. Also wenn ich Vorlesung habe, aufgrund von Corona ist das ja eingeschränkt, dann haben wir in den Containern Vorlesung. Und da merkt man einfach schon, der Platz ist nicht mehr, es ist nicht mehr genug Platz vorhanden und da gehört was Neues her. Und jetzt ist es so, dass der Baustart 2021 erfolgt. Das heißt, heute haben wir den 5. Jänner. Ich gehe mal davon aus, dass am 11. Jänner mit den Bauarbeiten da begonnen wird. Es stehen nämlich auch schon die ganzen Baucontainer hier im Hintergrund. Das heißt, es ist eigentlich alles vorbereitet, dass da begonnen werden kann. Ich möchte euch jetzt einfach einen kurzen Überblick geben, wie der Bestand aussieht derzeit und wie die Pläne dann ausschauen, was soll da genau gebaut werden, wie sieht das aus und vor allem, wie soll der Campus dann später da ausschauen. Ja, es ist zwar jetzt ein bisschen unspektakulär, wenn ich da stehe, aber ich habe jetzt keinen Bock, da in die Wiese da reinzugehen. Aber hinter mir ist noch ein freies Baufeld, genauso wie da hinter mir am Parkplatz. Das kennen die meisten wahrscheinlich, die hier auf der FH auch studieren. Und es ist eben so, dass der Plan sieht vor, dass insgesamt eigentlich 5 weitere Gebäude dazukommen zum derzeit bestehenden Hauptgebäude. Und die werden eben Module genannt. Das heißt, es gibt dann Modul 1, 2, 3, 4 und 5. Wobei das Modul 2 ist dann das Studierendenwohnheim. Und das ist auch das Bauwerk, was als erstes jetzt dann begonnen wird. Und das soll eben genau hier bei der Favoritenstraße bzw. beim Verteilerkreis hier entstehen. Das heißt, ziemlich genau hinter mir kommt dann das Studierendenwohnheim hin. Beim Studierendenwohnheim ist es so, da gibt es schon Pläne. Ich werde euch da ein Bild einblenden von den Plänen bzw. gebe ich euch den Link einfach in die Videobeschreibung. Da kann man schon mal sehen, wie das circa aussehen soll. Und die Architekten waren Thaler und Thaler. Sagt mir persönlich jetzt nichts. Aber vielleicht kennen sich die Architekten unter euch ein bisschen besser aus. Und da hat man, oder sieht man eben, dass es 5 Obergeschosse gibt bei dem Studentenwohnheim und da ist dabei Fitnessraum, ich glaube Veranstaltungssäle sind da dabei und eben diese Zimmer. Da sieht man auch gut die Zimmeraufteilung, also es gibt Einzelzimmer, bis zu 16 Quadratmeter sind die groß, also eigentlich, würde ich sagen, wirklich groß. Und dann gibt es aber auch Zimmer, also 2 Zimmer mit Gemeinschaftsküche bzw. 3 Zimmer, die sich eine Gemeinschaftsküche teilen. Also schaut, finde ich, ganz cool aus. Und ich persönlich finde die Idee von dem Studentenwohnheim eigentlich auch ganz cool da, weil das hat so bis jetzt noch ein bisschen gefehlt hier, dass da, also wer, wie soll ich sagen, ich glaube, dann kommt wieder ein bisschen mehr Leben auch da in die FH rein und dann werden ein bisschen mehr Studierende auch immer vor Ort sein. Finde ich persönlich auf jeden Fall eine coole Sache. Und eins wollte ich zum Studentenwohnheim noch sagen, und zwar ist auch schon so eine Vorschau, wie das dann aussieht. Vom Design her gefällt es mir jetzt persönlich nicht ganz so gut wie die anderen Module. Jetzt komme ich dann gleich zu den anderen Gebäuden. Aber ich finde, das schaut auf jeden Fall nicht ganz so schön aus, wie zum Beispiel das Hauptgebäude finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen, das im Hintergrund. Schaut, finde ich, ist mal was anderes. Und die anderen Module finde ich schon auch ein bisschen besser aus. So, und jetzt komme ich aber auch schon zum Modul, ich weiß gar nicht, ist das Modul 5 dann? Müsste ich jetzt nochmal kurz nachschauen, welches Modul das ist. Auf jeden Fall heißt das House of Science and Engineering. Und das ist das nächste Gebäude, was gleich als erstes gebaut wird. Das heißt, sowohl das Studentenwohnheim als auch das House of Science and Engineering wird als erstes gebaut und entsteht auch hier im vorderen Abschnitt. Das heißt, liegt beim Verteilerkreis. Und dieses Gebäude dient am Anfang mal dazu, dass mehr Platz geschaffen wird für die Applied Life Science Bachelorstudiengänge, glaube ich. Oder generell Studiengänge für Applied Life Science. Das heißt, da gehört dazu, ich glaube, molekulare Biotechnologie, Bioengineering und, also diese ganzen Fächer. Und dann, weil aber auch so ein großer Bedarf besteht bei den Gesundheits- und Krankenpflegern, bei den Bachelorstudiengängen, die kommen dann auch da rein und da wird circa die Hälfte des Platzes dann für die reserviert sein.
Es gibt von dem House of Science and Engineering auch schon Pläne, die werde ich euch auch einblenden. Und das finde ich schon echt cool aus. Also man sieht da schon auch so eine Grafik, wie das Design ist. Und die Architekten sind im Baumschlag und Eberle. Die habe ich persönlich zum Beispiel schon gekannt, weil es sind, glaube ich, Vorarlberger Architekten. Und die haben auch auf der ETH, na, dass ich es rausbringe, ETH in Zürich, haben sie ein Gebäude geplant, da war ich schon drinnen. Und ich weiß noch, also es hat auch ziemlich gut ausgeschaut. Und finde ich cool, dass die auch dieses Gebäude planen. Also ich zeige das nach hinten, steht eigentlich noch kein Gebäude da, aber ist ja wurscht. Das House of Science and Engineering hat dann auch wie ganz normal Vortragssäle, also ein Audimax, glaube ich, gibt es auch, Cafeteria gibt es und Möglichkeiten zu lernen natürlich, ähnlich wie es im Hauptgebäude derzeit schon ist. Und insgesamt sind es ca. 20.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche von dem House of Science and Engineering. Genau, Tiefgarage gibt es auch noch, das habe ich vergessen zu sagen. Es gibt derzeit beim Hauptgebäude auch schon eine Tiefgarage, soll aber zusätzlich auch eine Tiefgarage für dieses Gebäude dann entstehen. Und Baustart ist genau wie beim Studentenheim auch Anfang 2021. Das heißt, da sollten jetzt dann ab nächster Woche eigentlich dann die Arbeiten beginnen. Und da, wo ich jetzt gerade stehe, ich stehe jetzt gerade am Parkplatz hier hinter der FH, wird man auch nicht mehr lange stehen können, weil das wird in Zukunft dann auch verbaut werden. Das heißt, hier kommen dann noch die Gebäude 3, 4 und 5 dazu, weil das Studentenwohnheim ist ja Gebäude 1, dann das House of Science and Engineering ist 2 und dann kommen noch 3 weitere. Und was wird dann dort reinkommen? Also es kommt dann im Gebäude 3, also Modul 3 heißt es offiziell, kommen dann auch noch die Studiengänge für Pflege- und Gesundheitswissenschaften hinein. Und Gebäude 4 und 5 bietet dann generell noch für alle anderen Studienplätze dann einen weiteren Platz. Die werden aber erst später gebaut. Zuerst sind einmal das Studentenwohnheim dran und das House of Science and Engineering. Und zum Schluss möchte ich jetzt kurz auf das Projekt als Ganze eingehen, weil ich persönlich, sage es ehrlich, ich bin eigentlich ein Fan von der FH, weil ich studiere wirklich gerne hier. Was nicht heißt, dass es auch schlechte Dinge gibt. Sicher würde ich persönlich ein paar Sachen verbessern und ändern. Und ich bin auch nicht immer super happy. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass das Studium wirklich Spaß macht da. Und jetzt mit den Möglichkeiten, die man dann mit den neuen Gebäuden dann hat, also da würde ich selber gerne nochmal studieren, auch wenn es sich zeitlich dann immer ausgibt bei mir, aber da hätte ich wirklich Lust, dann nochmal auf den Campus zu kommen, wenn das fertig ist. Und genau, was ich noch sagen wollte, ist, es gibt ein städtebauliches Konzept von der Stadt Wien. Das werde ich euch auch in die Videobeschreibung geben, den Link. Das ist ganz interessant zum Durchlesen. Da steht genau drinnen, was die Ziele eigentlich sind von diesem ganzen Projekt, also von dem Ausbau hier von der FH. Und da geht es zum Beispiel auch um den öffentlichen Verkehr, weil durch die U1-Verlängerung ist es natürlich super angebunden. Auch der Verteilerkreis ist ja, da fahren die ganzen Busse, also da ist man sehr gut angebunden und sehr schnell auch hier, beziehungsweise sehr schnell in der Stadt auch wieder. Das heißt optimal eigentlich für jeden Student, für jede Studentin. Und in dem städtebaulichen Konzept steht immer auch drinnen, dass man versucht, die Studenten möglichst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, beziehungsweise zu Fuß und mit dem Rad anzulocken, sage ich jetzt einmal. Und dass man eben schaut, dass man nicht zu viele Stellplätze auch macht, weil man will verhindern, dass dann alle mit dem Auto kommen. Das ist natürlich für mich ein bisschen blöd, weil ich fahre jedes Mal im Auto her. Aber prinzipiell von der Idee ist es sehr gut und finde ich auch cool, dass es so ein Konzept gibt. Und ihr könnt es gerne drin nachlesen, was da noch alles drin steht. Kann ich nur empfehlen. Gut, jetzt bin ich am Ende von meinem Video über die Fachhochschule Campus Wien. Ich müsste eigentlich mal Geld dafür verlangen, dass ich immer so viel Werbung mache für die Fachhochschule. Ich werde das auf jeden Fall weiterverfolgen und bin schon gespannt, wenn dann da mit den Bauarbeiten begonnen wird. Dadurch, dass ich ja eh öfters hier bin, werde ich dann auch immer sehen, wie der Baufortschritt läuft. Und da geht's dann wird es ein bisschen spannender für die Bauingenieure auch, wenn man da genau sieht, was dann gemacht wird und wie die Konstruktion dann ist. Das ist für mich dann auch wieder spannender. Jetzt finde ich es cool, dass man mal eine Bestandsaufnahme hat. Und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, das Projekt. Ob ihr auch so begeistert seid wie ich. Sonst wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss, Baba.